Ja, ich hab die auch geschenkt mitgebracht. Das, das, das. Boah, ich hab gerade einen Chunk-Aufbaufehler und sehe gerade unter deinem Haus eine Schlucht voller Fackeln. Unter deinem Hausturm. Nee, von. Moment, eben kurz die Namensliste von Shoninja. Shoninja? Shoninja, mein Voll. Was siehst du nicht? Nee, bei mir baut sich der Chunk nicht auf, wo du drauf bist, und unter dir ist irgendwo eine Schlucht, die voll mit Fackeln zugestellt ist. Eine Schlucht oder sind das wieder so Strip-Mining-Gänge? Eine Schlucht, eine natürliche. Ja, hier außen ist schon alles abgefahren. Aber mit Fackeln eine natürliche Schlucht? Ja, ja, da war wohl schon jemand. Genau. Also in dem Haus, was vorne ist, da sind doch ganz, ganz viele Schafe, auch bunte Schafe. Da war auf jeden Fall ein Gang, da war ich vorhin drin, mit einem ewig langen Schacht, der nach unten geht. Und der war mit Fackeln noch ausgelegt, also vielleicht ist das ja der, den du gesehen hast. Bestimmt, ja. Übrigens ist ja Julia und so raus, also sind wir ja die Letzten, die gerade noch hier sind, glaube ich. Das heißt, wir müssen das Licht ausmachen nachher. Nee, das heißt, dass ich euch ja dazu ermutigen kann dazu, dass ihr mal ins Bettchen geht. Ja, wir haben nur keins. Tadam. Aber du kannst dich auch einfach so ins Bett legen, dann, sobald du stirbst, spawnst du wieder da. Musst dich direkt in den Schlaf und musst dich noch einmal reinlegen. Ah, oh. Ich hätte trotzdem gern Tageslicht. Ah. Das wird überbewertet. Ja. So weit von meinem Bettchen entfernt. Dalu hätte es jetzt ercheatet. Ja. Dalu. Dalu ist aber nicht da. Genau, und deswegen gibt's kein Licht. So wie der bei uns gibt's eh kein Licht bald. Ja. Habt ihr gesehen am Spawn, ne? Ja. Wenn ihr nach oben. Ja, ist wunderschön, ne? Mir gefällt jetzt quasi diese Stadtmitte nicht mehr, weil die halt komplett im Dunkeln liegen, ein paar Häuser. Ja. Müssen wir eine Petition machen. Dalu reißt seine Wolke weg. Auf jeden Fall. Für klares Wetter. Dir ist klar, dass es gerade nur dunkel ist, weil die Sonne nicht scheint, ja? Gegen Luftverschmutzung. Für klares Wetter. Hättet die Wahl. Können wir ja demonstrieren. Ja, können wir hier Schilder aufstellen. Schilder. Keiner sieht's. Brauch mal eben kurz eine Krimskrams-Kiste. Ja. Wettet die Bäume, esst mir Biber. Genau. Toll, das hätte schon gereicht, mal Kondo. Komm mal. Denn ja. Komm mal. Ja, ich komme. Ist das okay? Ich denke schon, oder? Das passt. Das denke ich auch. Das passt. Ich mache jetzt wieder die Stufen hin. Ja, genau, machen wir die Stufen hin. Und dann lasse ich das, die Treppen sein. Und dann lass die Treppen ruhen. In Frieden. Rest in peace. So. Wie sichere ich jetzt erstmal die Werkzeuge? Hier ein bisschen Monster kloppen. Aber nicht mit so viel Brot im Winter. Das kostbare Brot, wenn das verloren geht. Ja, sicher. Was mache ich denn? Nicht craften. Wie macht man denn Brot? Aus Weizen. Drei Weizen nebeneinander. Geh weg. So simpel. Ja. Die musst du erst zum Mehl malen. Und im Backofen. Also Wasser oder Wasser. Alternativ kannst du auch Milch nehmen, falls du Milchbrot möchtest. Wie Krass, macht man nochmal einen Amboss? Erstmal brauche ich einen Eisenblock wahrscheinlich, ne? Eisenblöcke. Du brauchst drei Eisenblöcke? Ja, ich meine drei Eisenblöcke und vier Barren. Die Blöcke nach oben, ein Barren in die Mitte und drei nach unten. Wenn mich nicht alles täuscht, muss man probieren. Das ist wichtig. Ja, ich hab. Boah, und es hat genau gereicht mit ich weiß nicht, wie viel ich im Inventar hatte. So, denn ich will mal. Ach nein, ich hab ja schon einen Amboss. fällt mir jetzt gerade ein. Ja, Hauptsache das Brot ist noch da. Dein Brot, ist mit deinem Brot alles okay? Ja. Sehr gut. Oh Mann, heute bin ich verpeilt, ey.
Ach Quatsch. Fällt überhaupt nicht auf. Da drauf. Ein Haus, das quadratisch ist, sieht doch bestimmt langweilig aus, oder? Auf jeden Fall viereckig. Kannst du ja mal versuchen. Ach, ich habe zu wenig Erfahrungspunkte. Ich wollte mein Brot umbenennen in irgendeine Brotmarke. Echt? Kann man das Brot umbenennen? Ja, du kannst doch alles umbenennen. Ja, wieso nicht? Ja, super geil, wenn du das Futters. Und wieder zurück ins Haus. Ich habe jetzt zu wenig Brot mit. Nimm mal Keks, gar nichts. Irgendwie so Balsen oder Leibniz. Genau, das Weizen, das rohe Weizen sind aber nur Haferflocken. Oder Frühstücksflocken oder irgendwie sowas. Frühstücksflocken. Köps wants Miam Miam Flakes. Miam Miam Flakes. Miam Miam. Warum schlägst du so den Blasen? Den Kuchen nennst du einfach um in Torte. Torte. Alle verwirrt. Was hast du für Blasen? Du hast Blasen, du schlägst Blasen. Ja, das kommt, weil ich Gammelfleisch gegessen habe. Achso, konntest du wieder nicht lassen, ja? Ja, ja, ich musste wieder meiner Lust frönen. Aber so ein Döner ist halt so lecker. Guten alten Pferdedöner. So, was mache ich denn jetzt? Oh, 2,5 Leben. Erstmal ein Brot hinter die Kiemen. Nicht. Solange du dein Brot hast, kann dir nichts passieren. Jedes dritte Wort in den Folgen ist Brot, glaube ich. Ja, Brot oder verlaufen? Brot oder minus 90. Ja, genau. Brot essen. Nein. Bett. So. Malkondo. Enya. Du müsstest jetzt hier mal gucken. Ich glaube, hier haut man sich den Kopf an. Oder? Nee, geht noch. Verdammt, ich werde angegriffen. Mulenya, was wolltest du jetzt? Guckst du mal da. Guckst du hier. Ah. Guckst du rein, kannst du rausgucken. Guckst du rein. Nee, kommst du rein, kannst du rausgucken. Kommst du rein, kannst du rausgucken, ja. Okay. Das ist ja ein Konstrukt. Das ist ein Konstrukt. Was du da konstruktierst. Weißt du, was wir jetzt gleich machen? Wir gehen auf der Suche nach Kühe. Auf der Suche nach Kühe. Wir gehen jetzt auf der Suche nach Kühe. Aber wenn wir das Kühe suchen, ja? Und wie findest du der Konstrukt? Den finde ich voll klasse. Die Gretschlisten. Leck. User joined your channel. Klopf, klopf. Hallo. Seid ihr noch am Aufnehmen? Ja. Sind wir dabei? Nein. Ein Störenfried kommt in die Runde. Ach, solange du bist. Wir haben uns schon gewundert, wem dein zweites Bett gehört. Ach so, ach, das habe ich nur dazugestellt, weil die Nancy mich besucht hat. Ach ja. Siehst du, Nancy war doch richtig. Schoninja wollte eigentlich bei dir schlafen. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Nee, bei Nadine. Ach, bei Nadine. Und Malkondo wollte klauen. Ich wollte nichts klauen. Ich habe ihn davon abgehalten. Ja, okay. Natürlich, du hast voll protestiert. Ich wollte Bauabnahme machen, aber da war noch nicht viel. Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, die Julia hat so eine schöne Diamant-Axt. Die nehme ich mal mit. Ich moderiere mal ganz kurz an und spring mal bei mir auch in die Aufnahme rein. Jo. Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr spontanen Aufnahme. Ja, ich habe mich hier reingeschlichen in einen Raum mit 1, 2, 3, 4, 5 Leuten. Crabson ist da, Malkondo ist da, Mulenya, Real Goran oder Goran und Shoninja ist mit da. Huhu. Hallo. Hallo. Ich bin da mal bei euch reingeschlichen. Und ihr seid schon stalken gegangen auf meinem Bauplatz, ist ja schön. Bist du das mit den zwei Betten und der Truhe ja. Da? Ich komme da und hol ein Brot. Mal mehr. Wir bringen, was? Er bringt ein Brot in 4 Folgen.
Da stand auch schon mal mehr, aber ich habe es wieder weggerissen. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich wollte erst ein kleines bisschen was bauen, damit ich eine kleine Grundlage habe. Und dann dachte ich mir so, ja, aber irgendwie offscreen bauen ist auch doof. Wenn mich die Leute dann schimpfen, das ist auch nicht toll. Dann habe ich es wieder weggerissen. Nee, und ich hatte mir eine kleine Vorlage aus dem Internet geholt. Und es ist aber dann so 1:1 irgendwie geworden, dass ich mir dachte, es kommt auch irgendwie peinlich, wenn ich was baue, was in einer anderen Minecraft-Villa so dermaßen ähnelt. Bist du also da vielleicht doppelt Fail? Brauchst du vielleicht Hilfe beim Bauen? Brauchst du Ideen? Nö, also mittlerweile habe ich schon ein paar Ideen, was ich machen möchte, aber... ich brauchte erstmal ein paar Baumaterialien. Ich hatte nicht viele Materialien und ich hatte keine Kohle und nichts und das war ganz grauenhaft. Wenn wir hier stalken gehen. Mulenia, was wolltest du jetzt machen? Du wolltest das Kühe jagen, ne? Ach genau, ich wollte ja das Kühe gucken. Das Kühe, dann lass uns gleich mal zu das Kühe gucken. Nimmst du der Getreide mit? Der Getreide, ja. Ich wollte sowieso das Essen irgendwie mit, Ja, ich stelle noch hier eben der Fackel hin. Der und, Fackel, ja, das ist super. Damit das hier nicht mehr so hell ist, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, bei mir oben steht ein Zombie mit einer Goldkappe. Nee, ich bring dir ein Stück. Ja, wo willst du futtern? Bin auch schon wieder weg. Ich hab zu essen. Hat du Essen? Ich hab Essen. Hat du Brot? Nee, ich hab Möhrchen. Hat du Möhrchen? Hat du Möhrchen? Hier hast du ein Hähnchen, aber es ist tatsächlich nur noch eins. Oh, ein gebratenes Hähnchen, ein Goldbräuler. Ich hatte aber gemacht. Wer hat meine Hähnchen gemopst? Da ist Frau schon den ganzen Tag zu Hause und macht nicht mal Essen. Ja. Oh, jetzt und Staubwischen könnten wir hier auch mal wieder, ne? Diskriminierung. Hey, hat hier jemand meine Kakteen abgebaut? Kakteen? Kakteen. Die Kaktussen. Die Kaktussen. Genau, die Kaktussen. Meine Kaktussen weggemacht? Kaktussen. Die Kaktussen hin. Ja, die Kaktussen weg. Niveau. Wo? Wo bist Was? Du? Wo? Lauft, lauft, Niveau ist da. Es kommt gerade wieder jetzt, wo du da bist. Ah, oh, das ist aber lieb. Ach, Ariel Goran, dann bist ja du der, wo mir erzählt hat. Ach, du wohnst da drüben? Da ist mir nämlich erzählt worden, du versteckst lauter kleine Kinder im Keller. Das war Dalukat. Ja, nein, das war nicht Dalu. Falsch. Ja. Nein, das war Haben Radamon. Wir jetzt auch nicht auf der Aufnahme, dass du das gesagt hast. Wer? Radamon war das. Radamon. Razamun, Entschuldigung. Radamon. Ja, der war nur einmal bei mir drin, glaube ich, und hat meinen Keller überflutet. Optimal. Du wusstest, kommt, wenn man den reinlässt, ne? Passiert das einfach. Wie kommt es jetzt dazu, dass man erzählt, dass du da kleine Kinder versteckt hast? Ja, ich bin das kleine Kind. Ach, du bist das kleine Kind. Ah. Ich bin nämlich erst 12. Nein. Musst du da nicht irgendwie ins Mikro kreischen? Genau. Ich verstelle auch immer meine Stimme. Warte, ich sag mal mit meiner richtigen Stimme. Hallo. Und die ganze Zeit YOLO und Zweck sagen und so. YOLO, ja. Oh. WTF. Macht man das nicht in dem Alter? LOL. Ja, eigentlich. Hoffe, du hast LOL gesagt. Eigentlich spielt man dann PvP in Minecraft und baut nichts, ne? Mit 12? Ja. Ja. Glaub schon. Glaub, die so. Gehen alle auf die PvP-Welle über. Jetzt komm. Au! Juninja packt die Achievement-Keule aus. Ich habe ja noch nie was gemacht hier. Ich habe noch nie was gemacht. Ich weiß nicht. Achso, stimmt. Warte mal, Wo bist du denn jetzt? Bist du schon da oben? Ich bin oben, ja. Oh. Ich habe schon fast eine Kuh gefunden. Schon fast? fast eine Kuh gefunden. Eine halbe. Eine gefüllte Kuh mit Nudeln. Oh ja. Und Soße. Und Soße, ja. Eieieiei. Und dazu ein Schweinedessert. Ach ja, ich bin ja schon da. Gut. Mulenia. Hast du das Getreide mitgenommen? Ja, natürlich. Gut. Dem Getreide bitte. Richtig falsch. Nicht nur fast falsch. Den Getreide. Aha. Komm, wir gehen hier mal mitten durch das Haus. Durch die Haus. Durch die Haus. Unter die Haus hindurch. Das ist ja aus Wolle. Das ist okay. Das saugt sich jetzt voll, wo das gerade so am Pieseln ist. Da kommen wir nicht durch. Weil Schuhe schön. Das können wir mal ausbringen hier.
pack in die Waschmaschine zum Schleudern. Es war eine verdammt grauenhafte Idee, sich einen Bauplatz zu suchen, wo irgendwie kaum Platz ist. Das muss den ganzen Käse erstmal schön mit Cleanstone und so weiter irgendwie verbreitern und oh. Ich habe ja meinen Zuschauern schon das meiste erspart, weil ich schon so viel offscreen hier geebnet habe, ey. Warum springst du da runter? Und wenn, dann musst du das richtig machen, warte. Mein Goldstück hier gefunden. So, Dülle. Oh, hier ist Lava. Ich weiß, was mir fehlt. Ich denke die ganze Zeit, ich brauche doch was zum Craften. Wie wär's mal mit einer Crafting-Table? Ja, eine könnte Workbench. Helfen. Eine Workbench. Eine Kuh. Voll unbewertet. Ja, finde ich auch. Das ist doof. Ja, ist auch voll nervig und es wird bald dunkel. Stell mich jetzt hier unter. Warum? Weil es regnet? Jetzt regnet, bleib jetzt hier stehen. Das ruckelt voll durch den Regen jetzt gerade, die Aufnahme. Das Ruckelregen. Mhm. Warte mal, wo sind hier die Kühe? Da. Da oben, die steht da auf dem Baum. Ja, hab ich doch gesagt. Der gute alte Ruckelregen. Ruckelregen. Eine Baumkuh. Oh ja, lass mal runterholen da die Baumkuh. Kann man nicht die Wetterpartikel, also bei Partikel kann man da nicht irgendwie minimieren? Die Wetter? Doch, ich glaube, die kann man ausschalten. Achso, wir wollten die ja gar nicht töten, ne? Hast du die getötet? Ja, ich habe die getötet. Nein! Wir wollten doch nur streicheln. Wir wollten uns doch alle lieb haben. Wir wollten die mitnehmen. Das war ein Unfall. Hier ist ja voll die Höhle. Voll die Höhle, ja. Warte mal, nicht da runter. Versteckte Truhe gefunden. Wie fies. Wo war auf sie einmal denn? Steht da jemand da und findet meine versteckte Truhe. Oh, das hast du die aber nicht gut versteckt. War das sie neben dem Schild geheim versteckt? War das so ein Neonsignal? Nee, weil bei mir am Flackern. Kam irgendwie Quarz abhanden. Und ich habe mich gefragt, ob ich das war oder ob ich das nicht war. Dachte ich mir so, jetzt verstecke ich mein Zeug. Puh. Alles meins. Eigentlich klaut ihr niemand, das war am Anfang mal. Ich glaube, dass das bei der Abrissaktion passiert ist. Jetzt versuchen wir mal irgendwie die Kühe hier wegzukriegen. Wo sind denn noch mehr Kuhs? Ich baue da mal eben einen. Noch Kuhs. Kuhs? Alpha Wild gibt's noch einen. Irgendwie wird's jetzt voll dunkel. Hey, du Kuh. Muss auch schnell nach Hause. Wo ist dunkel? Okay, Optionen, Grafik. Wo stelle ich denn den Regen aus? Bei Partikeln, ne? Wo habe ich denn die Partikel? Geht ja, meine ich, nur, wenn man Optifine hat, oder? Den Regen ausschalten. Ja, das habe ich ja. Ach, du glückliche. Was war denn das gerade? Wo stellt man den Regen raus aus? Wieso ist doch noch hell? Rain, Snow, Default. Fancy off. Off. Fertig. Wenn man sich nach Monstern umschaut, ist kein Star. Wenn man dann vertieft in irgendwas ist und nicht nachschaut, peng. Mhm. Das machen die absichtlich. Jetzt habe ich irgendwie trotzdem nur 3 Frames. 3 Frames? Ja. Also ich fürchte, wir müssen hier dann eine Diashow machen. Dann müssen wir wohl gleich mal eben abbrechen. Genau. BZW. Guck mal auch mal eben. Das hat keinen Sinn mehr. Dann ist jetzt eine Stunde Aufnahme bei mir auch schon voll. Ja, dann kann ich ja auch hier super einen Schnitt setzen. Gut. Wo ist der Mulen, ja? Ich stehe hier, ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Ich bin jetzt auf ein Frame. Yeah! Also es ist dann definitiv vorbei. Wenn ich alle schlafen gegangen wäre, wäre es keine super Ahnung gewesen. Eigentlich keine nicht. Es ist ja noch nicht dunkel. Wo ist sie denn? Ach, da drüben stehst du. Das warte. Nicht, ja. Ich komme so, ist Nachmittag. Ich hoffe, das nimmt jetzt noch auf. Wenn nicht, gibt es ein anderes Bild. Ja, gibt es halt nur noch Ton. Okay, so, dann... So ein Testbild rein. Ja, genau. Beach. Gut, dann klicken wir uns hier mal aus. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Jo. Tschüss. Ich bin auch weg. Tschüss. Tschüss.